Kaum ein anderer Sport begeistert so viele Menschen wie das Ballspiel auf dem grünen Rasen. Diese Begeisterung machen sich Wissenschaftler des Instituts für Automatisierungs- und Softwaretechnik der Universität Stuttgart durchaus zu nutzen. Sie schicken nun Sturmspitze David ins Rennen. Der neue Fußballroboter, der hat eine Trefferquote, von der WM-Spieler nur träumen können. Und noch etwas zeichnet ihn aus. Mit 140 Stundenkilometern schießt er schneller als jeder menschliche Fußballer. Die Nationalelf im Verletzungspech. Bundestrainer Jogi Löw muss bei der WM auf Michael Ballack verzichten. Simon Rolfes fällt auch aus. Christian Tresch und Heiko Westermann können ebenfalls nicht mitkicken. Doch es gibt Hoffnung für Jogi Löw. David, der Fußball-Wunderschuh. Er wird niemals müde und ist unverletzbar. Geburtsort der Maschine, die Uni Stuttgart. Also das ist unser David, ein überdimensionaler Fußballschuh. Er hat Schuhgröße 480 und wiegt ungefähr 600 Kilo. Und mit unserem David können wir Fußbälle, normale Fußbälle auf ein Tor schießen mit Geschwindigkeiten bis 140 km/h. Und wie treffsicher David tatsächlich ist, das kann ein Torwart am besten beurteilen. Günay Güvenç ist Keeper bei den Stuttgarter Kickers. Er nimmt es mit David auf. Kann David Günay bezwingen? Volltreffer 1:0 für David und das war erst Regionalliga-Niveau. Jetzt wird es kniffliger, es kommt nämlich eine Abwehrmauer hinzu. Die Köpfe sind hier übrigens Lehrkräfte der Uni Stuttgart. So viel Spaß muss sein. Die Besonderheit bei David, er kann die Bälle andrehen. Das heißt, er schießt nicht bloß flach, sondern auch so, dass der Ball eine Kurve fliegt. Doch wie macht David das? Ein Blick in sein Innenleben. Also im Inneren haben wir hier zwei Bänder, die nachher den Ball erfassen und beschleunigen und vorne rausschießen. Und die zwei Bänder können wir unterschiedlich schnell laufen lassen und damit den Ball andrehen und zum Beispiel eine Bananenflanke schießen. Wir können die Bänder auch um die eigene Achse drehen. Dann stehen die senkrecht, können wir Ihnen gerne mal zeigen. Jetzt stehen die Bänder senkrecht, jetzt können wir den Ball auch nach oben und unten andrehen. Das heißt, wir könnten den Ball beispielsweise schön über eine Mauer drüber ziehen. Woher weiß die Maschine, wie sie den Ball zu schießen hat? Das Geheimnis liegt bei dieser Bedienoberfläche. Hier werden die Schüsse berechnet. Der Projektleiter gibt am Touchpad vor, wo die Bälle landen sollen. Wir wählen zunächst den Zielpunkt im Tor aus, können den Punkt verschieben. Können dann die Schussstärke auswählen, welche Geschwindigkeit wir schießen möchten und sagen dann berechnen. Und dann führt dieser PC simulierte Probeschüsse aus, bis er sich nahe genug an das Ziel genähert hat. Und dann wird er diese Daten nehmen und an die Maschine schicken. David spielt jetzt Champions League. Er schießt mit 140 km/h den letzten Schuss. Unser Torwart Günay will es jetzt wissen. Hält er oder hält er nicht? Volltreffer für David. Ganz klar, der Wunderschuh aus Stuttgart könnte Jogi Löws Team mindestens ins Finale schießen.